Tagchen, Leutchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Resident Evil 7. Ja, in der letzten Folge hat uns unser wohl neuer bester Freund durch dieses Labyrinth aus Bomben und Zombies oder Mutanten und Dreck und Mist und Steroiden durchgejagt. Und wir sind jetzt hier. Ich hatte gerade das Inventar sortiert. Schön, dass ich das gleich jetzt nochmal tun darf. So. Okay, wir haben hier nichts. Keine Ahnung, warum hier ein Fernseher ist. Das Spiel will uns wohl sagen, wir werden schon sehr bald nochmal eine Kassette finden. Toll. Sieht irgendwie aus, als wird hier eine Show gleich abgehen. Hier sind überall... Ach komm, der lässt uns doch jetzt locker arenamäßig gegen irgendwelchen Haufen Kack kämpfen, oder? Die Bombe da hinten sehe ich von hier aus. Da fällt mir ein, wir haben den Vater ewige Zeit nicht mehr gesehen. Haben wir den jetzt eigentlich wirklich getötet? Haben wir den Vater wirklich getötet? Also, er kommt zumindest nicht mehr vor. Und das letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben, war er nur noch ein Haufen Beine. Aber davor ist er auch schon ziemlich zerstückelt gewesen. Also, ich hätte jetzt gedacht, es ist so eine richtig sicke Missgeburt, die einfach immer wieder auftauchen wird. Aber gut, wir wollen ja nicht voreilig handeln, ne? So, jetzt sind wir hier unten. Und hier fehlt eine Batterie. Eine Autobatterie. Übrigerweise. Ist das Pferdestall? Ich trau den Kisten nicht mehr, Leute. Ich trau ihn einfach nicht mehr. Tut mir leid. Es ist natürlich jetzt nicht geil, dass ich jede aufschieße. Es verschwendet natürlich auch Munition. Komm, die eine da hinten. Wenn die jetzt explodiert, Leute. Wenn die jetzt explodiert. Alter, ich habe mich gerade so erschrocken. Weil ich 100% sicher war, dass sie explodiert. Weil das so typisch gewesen wäre. Okay, da ist die Autobatterie. Ich sehe sie. Ich erschrecke mich vor. Ich erschrecke mich so derbe davor. Okay. Diese Kiste da. Dieser traue ich nicht. Die hat etwas an sich. Sie hatte etwas an sich. Die stand da so total offen so. Hau mich, hau mich. Hau mich, ich bin weit oben. Du musst dich nicht mal bücken. Hau mich. So was hatte die Kiste gerade an sich. Und weh, das Ding explodiert, wenn ich es nehme. Danke. Was auch immer wir damit aktivieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zu unserem Vorteil wirklich ist, wenn wir das jetzt tun. Aber hey, was soll's. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Ach komm. Keine lustigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln. Was zum Fick ist das denn? Du mich auch. Ein Bloater. Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, macht dich erst so. Oh, das juckt ihn nicht. Das interessiert ihn feuchten. Nee, oder wie hießen die aus Resident Evil 6, die Viecher? Finde ich persönlich jetzt sehr ekelhaft, dass du das getan hast. Der juckt ihn nicht. Okay, wir machen es mal anders. Der ist schnell! Leck mich! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Hör auf zu rennen! Fick dich! Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Fliegen. Dumme Drecksau, Alter.
Er lebt immer noch. Wir haben auch nichts zum Heilen übrigens. Ich glaube, er ist nicht gerade glücklich. Ist er jetzt tot oder? What? Oh, yeah! Wir sind King, Leute! Ohne den Granatwerfer wären wir so tot gewesen. Gut, dass wir den bekommen haben. Ich traue der Sache immer noch nicht. So wie ich den Typen kenne, wird es wahrscheinlich irgendwo anhalten, wo 10.000 Zombies drin sind. Das könnte ich mir vorstellen bei denen. Er spielt ja nicht gerade fair. Not fair play, Leute. Das ist not fair play. Ist er? Na, ich dachte, er wäre jetzt so eine Statue gewesen. Okay, waren wir hier schon? Das sieht aus wie so ein Spot, wo eine Kiste draus sein könnte. Oh. Moin, was geht denn? Was? Fresh bei euch? Ich weiß übrigens, die Pillen, glaube ich, sind diese Drogen, dass wir sehen können, was wo ist. Ich glaube, das lohnt sich nicht, das zusammenzubauen. Take Hiltem. Creator's Rights. Raw Train. Fotojournalismus. Doppelte Bücher, das ist ja voll scheiße. Du bist das nächste dran. Ach so. Oh! Er ist es! Das ist der Typ aus dem Video, der verbrannt ist. Hm. Ich hatte fast erwartet, dass er zumindest ein bisschen was von ihnen abbeißt. Oh, eine antike Münze, ist ja cool. Oh, die gehen ja wirklich runter, die Treppen. Der Erwartung nach hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass sich einfach der Boden unter mir öffnet und ich sonst wo reinfall, aber gut. Ach komm. Willst mich verarschen, schon wieder hier. Na gut, da unsere Brandgranaten alle sind, nehmen wir mal die Nervengiftgranaten mit. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass die gegen Zombies was bringen. Aber hey, was soll's. Pillen können auch weg, die werden wir so oder so nicht nutzen. Und wir sind verletzt. Deswegen. Deswegen. Ja gut, wir brauchen ja kein super starkes jetzt. Das dürfte reichen. So. Jetzt sind wir halt wieder hier. Tür geht immer noch nicht auf. Ich weiß den Code nicht, Spiel. Ich habe ihn mir nicht gemerkt. Das Spiel muss doch kapieren, dass das normale Spieler sich das so oder so nicht merken kann. Oder? Also ich habe es mir ums Verrecken nicht gemerkt. Ich habe mir gerade mal den letzten merken können. Bin nicht so gut mit Zahlen, Leute. Kannst du nicht nochmal auftauchen und mir den Code sagen? Hä? Wie wär's? Ich. Ja, das ist ja jetzt nicht so geil. Ich kenne den Code nämlich nicht. Dann. Hm.
Also, es muss ja in-game machbar sein. Was ist, wenn ich jetzt einfach zurückgehe? Ja gut, dahin will ich nicht zurück. Ja, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht, weil der hat innerhalb von kurzer Zeit 3, 4 Codes gesagt. Da bist du schon erstmal verwirrt. Würde ich jetzt mal sagen. Und da nochmal durchgehen, halte ich für nicht sinnvoll. Nee, das wird das Spiel niemals wollen. Es will, dass wir einen Code eingeben. Und da uns das Spiel eh nichts sagt, vermute ich mal, dass keiner der Codes richtig ist. Okay, ist wohl doch irgendwie wichtig. Ich kann jetzt nur nicht sagen, was ich da eingeben soll. Also der hat da paar Codes rausgeflasht. Hier ist auch nichts. Hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht weiter. War hier irgendwas übersehen bei dem Dude? So wie du bist das. Ja, okay. Tut mir leid, Leute. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin dumm. Ich hab. Ja. 1, 4, 0, 8. Stand es nicht auf dem Zettel? Nee. Was? Oh, leck mich doch. Das finde ich nicht intelligent, dass wir das tun. Nicht mal das Messer darf ich behalten? Den Dietrich will ich behalten. Okay, ich soll alles wegpacken. Ist das dein Ernst? Ich darf nicht mehr den Dietrich behalten? Hey, 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 Dietrich haben was mit Skill zu tun, okay? Nicht jeder kann Schloss knacken. Verdammt. Okay. Hätte ja sein können. Oh. Das schon. Du bist ein Wichser. Gut, dann nehmen wir halt die fucking Kerze von den Drecksack mal wieder. Wir haben das Video ja gesehen. Wir wissen, was hier abgeht. So, der Strom funktioniert ja jetzt noch nicht. Er hat das alles wieder vorbereitet. Oh, ich verstehe es. Wenn man das Video nicht gesehen hat, muss man das halt jetzt hier wieder machen. Okay, jetzt nur eine Sache. Das muss eigentlich. Ne, geht nicht. Okay. Wir müssen erst hier durch. Machst du mich nass? Danke. Hä? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Pause stecken. Leck mich am Arsch! Ethan, wo
Gebäude. Irgendwo, glaube ich. Klar. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dachte ich mir doch, dass da was nicht stimmt. So. Okay. Dann brennen wir das hier wieder auf. Ihr kennt das Passwort doch sowieso. Kennt das Passwort ja schon. Also. Boah. Ich habe mich von den Ballons gerade mehr erschrocken als vor allen anderen gerade. Lassen wir mal hier durch. Und den hier. Ich verstehe nicht, warum den anderen das abgerissen ist vorhin. Oder warum er es nicht mehr versucht hat, zumindest ranzustecken. Geh weg davon, du Idiot! Du hast das Video doch gesehen, du Arsch! Ah, der will mich doch verarschen, der Kerl. Er hat das Video doch gesehen. Scheiß Kerl! Du solltest doch draufgehen! Ich geh da mal ein bisschen in Deckung. Oh. Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Oh, oh, tut mir ja fast leid. Jetzt mal ohne Scheiß, warum ist er da stehen geblieben? Oh, der war wohl ein bisschen angepisst. So angepisst, dass er nicht mal die Tür öffnen musste dafür. Ich hab ab... Oh. Cool. Das ist interessant. Er war so angepisst, dass er nicht mehr die Tür öffnen musste anscheinend. Sicker Typ, muss ich schon sagen. Karte des Versuchsgeländes. Cool. Nice. Was haben wir hier? Oh. Mia? Mia? Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Hinter dem Raum da. Beeil dich. Hinterm Steg. Ah, da wo die Bienen waren, oder? Macht er jetzt einen Vlog oder was los hier? Tot? Ja, der streamt er erstmal. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir. Oh. Das wäre zu viel verraten, Ethan. Ich mag keine Spaßverderber. Alter, da ist sein Stream erstmal abgestürzt, Leute. Es tut mir ja fast leid für ihn. Ich weiß, dass das nervig ist, wenn sowas passiert. Tut mir echt leid für ihn. Die Sache ist, wir sind bei 23 Minuten. Ich könnte es beenden, aber wir haben ja... Moment, das ist ja ein neues Video. Da sind wir ja fett über der Zeit. Upsala, da habe ich was vertan. Nee, wir haben ja das... Ah, okay, das ist ja immer noch die alte Zeit. Okay, dann gehen wir mal durch hier. Keiner. Moment mal, wir haben gar keine Waffen dabei. Hupsala. Das wäre ja fast schief gegangen. Schlangenschlüssel. Okay. Wir nehmen die drei antiken Münzen mit, Leute. Und kaufen uns dafür die Steroide. Ich glaube, das ist die bessere Pistole. Okay, die nehmen wir. Pistole. Dann die Flinte.
Und den Kran... Ist das euer Ernst jetzt? Habe ich extra so hingeräumt. So. Den Granatwerfer. Und den Brenner. So, Münze hier runter. Munition auch hier runter. So. Flüssige Chemikalien nehmen wir mal mit. 44er Magnum. Dafür haben wir halt keine Munition. Oh, ein Pistolenmunition. Das nehmen wir natürlich auch mit. Hä? Ist gerade die Pistolenmunition in die Schrotflinte eingegangen oder habe ich mich da gerade versehen? Oh, mir fällt gerade mal so auf, dass wir das Messer gar nicht dabei haben. Wir haben das Messer gar nicht dabei. Upsala. Stimmt. Da war ja was. Moment. Dann machen wir das mal so. Der kommt hier rüber. Pistole hier, Messer hier. So. Dürfte eigentlich jetzt gut ausgestattet sein. Das Messer ist einfach ein Must-Have, Leute. Geht gar nicht anders. Pistolenmuni. Perfekt. Und wir brauchen die Kurbel, alles klar. Okay, das ist... Okay. Wir brauchen die Kurbel. Natürlich brauchen wir die Kurbel. Weißt du, Doppelklick sollte mir das Ding einfach schnell ins Inventar schieben. Ich habe da einfach keinen Bock, jetzt mal auf die Pfeile drücken zu müssen. Was wäre denn jetzt eigentlich passiert, wenn ich die Kurbel einfach liegen lassen hätte? Die hätte man ja auch einfach liegen lassen können, oder? Oh ne, okay, die wird automatisch aufgesammelt. Ich komme mir. Okay, die Kurbel brauchen wir anscheinend. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Ist ein komisches Gefühl, wenn sich der Körper anfühlt, als würde er verbrennen. Aber die Finger frieren einen trotzdem ein. Das ist ein echt geiles Gefühl, Leute. Lasst es mal euch mal gesagt sein. Okay, da kommen wir nicht rüber. Ist ein geiles Gefühl übrigens. Will ich nochmal gesagt haben. Geil. Blutdruck am Arsch. Finger frieren ein. Körper so. Yo, ist viel zu heiß. Ich schwitze erstmal hier sonst was aus. So. Ich habe jetzt die dezente Hoffnung, dass diese Kisten nicht explodieren. Danke. Danke. Schön. Keine Angst mehr vor Kisten haben zu müssen. Wunderschön. So, das war die, wo wir gerade eben schon waren. Oh ne, jetzt müssen wir da rumrennen. Hä? Fuck you. Du lebst immer noch? Dein fucking Ernst? Okay, wir wechseln mal zur Pistole. Das ist nämlich echt versch... Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade geschossen habe. Aber es juckt sie anscheinend nicht. Gut. Vielleicht ist es für den Gegnertypen auch nicht irgendwie passend gewesen. Egal. Wir haben sie beseitigt. Okay, mit der Pistole geht es viel easier, Leute. Irgendwie kackt die Schrotflinte bei den Gegnern echt ab. Mach mal Bahn frei hier. Muss da mal durch. Danke. Okay, deswegen hat das Spiel uns gerade so gut mit Schrotflintenmunition versorgt. Weil wir sie einfach brauchen. Das ist ein neuer Safe Room. Okay, wenn das ein Safe Room ist, vermute ich... Das war eine Menge Munition.
Und sie geben uns auch Flammengranaten. Leute, ich will's ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Schießpulver gibt's auch noch. Psychotikum. Ja gut, Psychotikum ist ja jetzt ganz okay. Noch mehr Schrotflintenmunition. Ich denke... Spaltmittel? Ich denke, jetzt kommt ein richtig krasser Bossfight. Beziehungsweise im nächsten Video kommt ein richtig krasser Bossfight. Denn ich würde das Video jetzt beenden. Erstmal mein Inventar wieder richtig sortieren. Das ist nämlich jetzt wieder sehr voll. Und ja, kann ich nur noch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Lust habt. Kommentare, Like, keine Ahnung, und so weiter. Tschüssikowski und so. Try another way I see.